Meine lieben Freunde, ihr habt wieder eingeschaltet. Das war die richtige Entscheidung. Denn es geht weiter hier bei Satsuriku no Tenshi. Und wie ihr seht, in Episode 2. Diese epische Musik begleitet uns nun in dieses Spiel hinein. Es geht weiter. Die erste Hälfte haben wir durchgespielt. Und jetzt schauen wir mal, wie das Abenteuer von Lee und Zack nun fortgeführt wird. Hier bei Satsuriku no Tenshi. Also dann, New Game, let's go! Oh Mann, ich bin richtig gespannt, was jetzt passiert. Wir sind hier jetzt in der nächsten Etage angekommen. Basement Level 3. Etage Nummer 3. Wir nähern uns langsam der Oberfläche. Aber noch haben wir es lange nicht geschafft. Die Tasten brauchen wir nicht. Können wir alles. Können wir doch schon längst. Wir wissen auch, dass das Satsuriku no Tenshi heißt. Oh. Aber nun in Episode 2. Und vernehme ich dort das Geräusch eines Fahrstuhls? Mag es sein, dass wir endlich angekommen sind? Ah, ah, wo sind sie denn? Ah, da ist sie schon mal, die Idee. Hier sind wir Etage B3. Sie schreitet voraus. Oh, er ist hier angehalten, der Fahrstuhl. Ja, richtig erkannt. Ray, Rachel Gardner, die gute Schönheit hier mit ihrem Kameraden, ihrem Freund, dem Serienmörder Zack. B3. Also doch, wir sind hier. Da haben wir ihn nochmal in seiner ganzen Pracht, Isaac Foster. Ah, ja, jetzt ist auf einmal alles hier, sind wir hier bis hier oben hingekommen, aber Mann, dass der Fahrstuhl schon wieder anhalten musste, ja? Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich dann wieder erstmal hier durchkämpfen. Das heißt, wir müssen den nächsten Fahrstuhl suchen, oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh, komm, Alter. Ich bitte dich, ja? Du bist, hast mehr Grips wahrscheinlich als ich, ja? Deshalb, du musst mir helfen, hier rauszukommen, ja? Du musst mich unbedingt hier zum Ausgang führen. Ich gebe mein Bestes. Ich versuche alles, dass ich dir irgendwie von Nutzen sein kann. Das gelobe ich mir aber. Aber du musst doch dein Versprechen halten, deinen Schwur, den du Gott gegenüber geleistet hast, dass, wenn wir hier rauskommen, du mich bitte tötest. Ah. Oh. Mann, wie oft willst du das denn noch sagen? Ich hab es doch schon verstanden. Leicht bedröppelt. Die Tür ist verschlossen. Ja, schlecht. Das sieht nicht aus, als könnten wir hier weiterkommen. Aber wir sind jetzt wieder in-game, das ist schön. Und was hampelst du hin und her? Das bringt... Ey, warte mal, bleib mal stehen. Was ist denn los? Was ist denn? Wenn du hier rumschweigst, weiß ich auch nicht, was du hast. Auch wenn ich es nur nochmal sage, du wirst doch eh nicht verstehen. Du verstehst mich nicht. Also, auch wenn ich es nicht verstehe, wenn du extra zu mir schon gekommen bist, um was zu sagen, dann sag's schon. Die Tür ist verschlossen. Und es gibt nichts anderes in diesem Zimmer. Also, offen gesagt sind wir in einer schwierigen Lage, haben wir Probleme. Also wenn du nicht weißt, wie wir weiterkommen, wie soll ich das dann denn wissen, wie wir rauskommen? Ja, das wollte ich doch sagen. Ah. Mann, jetzt, bitte, du kannst doch Türen irgendwie öffnen. Das schaffst du schon, also gib dein Bestes. Was? Ja gut, dann werde ich nochmal gucken, ob ich hier was machen kann. Schauen wir uns die Tür nochmal genauer an. Aber ist verschlossen. Ja, die öffnet sich nicht. Was soll ich nur machen? Ja, da öffnet sich wirklich nichts. Egal, wie oft wir hier drücken. Vielleicht habe ich irgendein Werkzeug hier in meiner kleinen Tasche. Tischchen. Aber das vielleicht hier? Ach ja, sie hat ja so Nähzeug dabei. Vielleicht kann sie ja mit der Nadel da so ein bisschen Stricknadel ein bisschen rumwursteln. Dann geht's vielleicht auf. Hey! Sag, hock. Es ist immer noch nicht offen, die Tür, oder was? Noch nicht. Ah. Also mal ganz ehrlich. Was machst du denn die ganze Zeit? Guckst du in deine Tasche rein und leistest nichts, oder was? Ja, ich hab gedacht, vielleicht habe ich in der Tasche irgendwas, um hier das Schloss zu öffnen. Was? Was, da in deiner Tasche ist was drinne? Ja, warum nicht? Faden, Nadel und, Also kannst du nicht irgendwie vielleicht mit der Nadel oder so das Schloss öffnen? Na, das habe ich eigentlich nicht, solche Fähigkeiten besitze ich eigentlich nicht hier, dass ich so mit Lockpick-mäßig das Ding da aufknacke, ja?
Aber zudem ist ja auch gar kein Schlüsselloch in der Tür. Natürlich, das macht es natürlich noch schwieriger. Ja, dann hat es auch keinen Zweck, dass du Nadel und Faden bei dir trägst. Dann bringt uns das ja auch nichts. Komm, versuch mal mit Gewalt. So, geh beiseite. Ich mach die Tür kaputt. Schlock die kaputt. Ja, aber das ist eine Eisentür. Wie willst du das denn machen? Ach, halt doch deine Klappe. Wenn wir es nicht versuchen, dann wissen wir auch nicht, ob es klappt. Oh, verdammte Scheiße. Wie hart ist das Teil? Ja, das ist ja Eisen, ne? Oh, jetzt sag schon, wie kommen wir jetzt hier durch? Ich hab doch gesagt, das ist ein Eisengitter. Das hat doch keinen Zweck. Oh, was ist das? Ein Alarm. So ein gültiger. Oh! Hey, bück dich! Geh runter auf den Boden! Bück dich, ja. Klang jetzt ein bisschen verfrevelt. Was, wir schießen auf uns? Hallo? Boah, das ist ja voll Violence hier! Was? Pistolenkugeln? Ah, es ist ja wie, als wären wir hier in einem Bienennest gefangen, ja? What the fuck? Lacht uns da jemand aus? Ah, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, um euch hier zu begrüßen. Ach, ihr seid solche Schlafmützen, ja? Kein Wunder, dass ich da einfach eingeschlafen bin. Bei euch solchen Langweilern wie euch, ja? Da bin ich einfach eingenickt. Aber glücklicherweise seid ihr noch nicht gestorben. Insbesondere Zack. Meine Güte, hast du fabelhafte Instinkte, ja? Dass du so schnell reagieren konntest. Ehrlich gesagt, wusste ich schon von Anfang an, dass in dir ein ganz fantastischer Verbrecher steckt. Och, meine verschlafenen Augen erwachen da direkt, wenn ich nur daran denke. Meine Erwartungshaltung dir gegenüber, das macht mich direkt wach. Okay. Boah, ey, ohne Scheiß, das kommt ja ganz schön von Herzen, was du da erzählst, aber dann interessiert uns ein Scheiß, wie du geschlafen hast. Viel eher solltest du mal ganz schnell uns hier durchkommen lassen. Wir wollen weiter. Ja, kein Problem. Ich denke, ihr habt die Qualitäten, jetzt weiterzukommen. Also, ihr habt es bestanden, die erste Prüfung. Okay. Das geht jetzt ab. Ich bin die Strafvollzieherin. Ach, ihr Übeltäter mit euren tief verwurzelten Sünden. Ihr seid Straftäter, seid ihr. Und bis ich euch verzeihen kann, muss ich euch leiden lassen. Ich bin jemand, der Sünden verzeihen kann, so ist es. Was soll das denn heißen? Was? Was maßt sich diese Person an? Straftäter sind wir also Verbrecher? Ah, scheiße. Ah, das war eine lästig nervige Stimme, ja? So ein Scheiß labert sie uns hier voll. Warum sollte ich Sünden begangen haben? Soll nicht so ein Müll labern, ja? Hey, Ray. Die Tür ist offen, lass uns gehen. Ja, okay. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt können wir erstmal hier speiern. Speierblase Nummer 1. Es wird ein richtig fetter Eintrag drauf gemacht und weiter geht's hier. Also es fängt ja schon ganz schön gefährlich an, ja? Werden wir beschossen. Was ist das überhaupt für ein Gefilde? Strahlend weiße Wände, überall Überwachungskameras. Schwarz-roter Teppich. Ja. Sieht aus, als wären wir hier in Wolfenstein drin. Was ist denn hier los? Auf jeden Fall ist die Tür verschlossen hier. Grundgütige, auch hier ist verschlossen. Ist hier nicht mehr irgendwas offen? Auch hier. Geht's hier weiter? Auch hier ist das Tor verschlossen. Alles zu! Hey, ist das Teil auch zu, oder was? Ah, oh, dann kommen wir wieder nicht weiter, oder wie? Aha! Ich dachte erst, ihr wärt die totalen Schlafmützen und jetzt seid ihr so voreilig? Was ist los?
Ich hab mich noch gar nicht fertig geschminkt. Nein, ich hab ja immerhin bis eben geschlafen. Ah, oh, spricht sie wieder zu uns. Und darüber hinaus, bevor ihr Sünder bzw. Straftäter eure gerechten Strafen zuteil werdet, muss ich auch noch alle Vorbereitungen treffen. Müsst ihr also durch die ganzen Standard-Prozederes müsst ihr durchschreiten. Also wie sieht's aus? Kommt ihr langsam in Stimmung? Wie wär's? Ich treffe auch alle Vorbereitungen. Deshalb solltet ihr euch auch auf eure Strafen langsam vorbereiten. Deshalb öffne ich das Zimmer, wo ihr nun rein müsst. Okay. Was soll das heißen? Was ist los hier? Jedenfalls sollten wir jetzt nicht vielleicht erstmal in das Zimmer gehen, was gerade geöffnet wurde. Welches denn? Hier? Oder hier? Jo, das ist richtig. Oh. Also dann, wie wär's, ihr Straftäter, geht vor diesen Hintergrund und macht einen Mugshot. Also ein so ein Straftäterfoto. Also dann bitte ich euch, macht von euch ein Foto. Was, ein Mugshot? Ja, ich meine ein Gesichtsfoto, ein Porträt, Isaac. Hast du das etwa noch nie gemacht gehabt? Haha, ist doch fantastisch. Ich werde eure Fotos ganz, ganz sicher aufbewahren. Ach, selbstverständlich auch deins, Rachel. Also dann, ich bitte euch nun extra hier mal solche Fotos zu machen. Und bitte haltet auch eure Namensschilder hoch. Ja! Wartet ihr. Na, was ist das für ein Scheiß? Das sind die Schilder. Ah, hier sind mehrere schon auf Porträtaufnahmen von Leuten, die hier verteilt sind. Sind schon Mugshots, also gemacht worden hier. Und auch alle Personen auf den Fotos tragen ihre Namensschilder. Halten die so hoch. Ah, und hier sind in der Kiste sind weiße Schilder, an denen Schnürbänder hängen. Und da sind Namen drauf geschrieben. Das sind also Namensschilder. Aha. Was steht da drauf? Fragt er. Mein Name und dein Name, Zack. Kann er etwa nicht lesen, oder was? Was, Namen? Ja, das sind halt Mugshots, die wir machen müssen. Deshalb sollen wir uns das jetzt um den Hals hängen und dann Bilder machen. So, jetzt haben wir Namensschilder aufgesammelt. Gucken wir mal kurz rauf hier. Ha! Da, zwei Namensschilder. Und da stehen halt unsere Namen drauf von Ney und Zack. Jut, jut, jut. Dann wollen wir mal. Wenn die gute Dame das schon fragt, dann machen wir es natürlich. So, da steht eine Kamera. Also damit sollen wir es jetzt machen, oder wie? Also das Teil sollte eigentlich ein Foto machen, wenn man hier den Shutter drückt. Den Auslöser. Keine Ahnung. Ich habe noch nie Fotos gemacht oder sowas. Ja, also dann wollen wir es mal machen hier. Ah, ja. Also mal ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, warum wir überhaupt jetzt Fotos machen sollen. Ja, damit wir weiterkommen können. Magst du keine Fotos? Ach, so eine Scheiße, verstanden, okay. Also, wenn du deine Vorbereitung getroffen hast, dann komm, lass uns ein Foto machen. Gut, ja, mach mal, ja, komm. Also dann, wollen wir das Foto machen? Ja, ja, komm. Es ist nicht so glücklich mit der Situation, na gut. Jetzt komm, jetzt mach schon das scheiß Foto, beeil dich. Jetzt beweg dich nicht. Ah, was soll denn das? Jetzt mach das Kackfoto. Ja, Mann, wenn du dich bewegst, dann verwischt das doch. Ja, okay. Dann komm, mach jetzt. Sei mal ernst und dann geht's los. Ja, bleib so stehen. So. Nein. Ha. Und nochmal seitlich, bitte. Und soll ich hier raufdrücken auf den Schalter? Ja. So eine Scheiße, ja? Was haben wir davon, wenn wir das Foto jetzt machen? Komm, zack. Aber bitte drück den Knopf nicht, den Auslöser nicht zu doll, weil sonst ist das wieder alles verschmiert hier, ja? Zack. Meine Güte, das wären richtige Traumaufnahmen. Können wir uns die jetzt auch angucken, die Fotos? Ja, wie erwartet sind die natürlich nichts geworden. Total verwaschen alles.
Ja, komm schon. Sind wenigstens haben wir jetzt Fotos gemacht. Das reicht schon. Ja, gewiss. Und ich habe irgendwas gehört. Heißt das etwa, dass wir jetzt schon weiter können? Machen wir doch mal offen, ja? Wir können doch hier nicht stecken bleiben. Vielleicht können wir jetzt hier runter? Nein, verschlossen. Und auch hier verschlossen. Weiter geht's. In die... Was ist das denn? Irgendwas ist an die Wand gemalt worden. Ah, was für hässliche Bilder. Da hat jemand auf jeden Fall kein Talent an den Tag gelegt. Guck dir das mal an. Es sieht aus, als würde jemand auf dem Stuhl sitzen. Das ist irgendwie so verschmiertes Grün über ein leidvolles Gesicht getragen, ne? Also so ein, aus wie das Gesicht von irgendeinem halb besoffenen Smiley, wo irgendwelche Grünen wahrscheinlich Kotze über dem Gesicht klebt. Aha, okay. Was ist das? Oh, das ist ein Bild von jemandem, der auf Spikes aufgespießt wird. Und das Bild einer Spritze. Und das Bild, das ist wirklich ein schönes Porträt von einem lachenden Mädchen. Oh. Habt ihr euch denn die Bilder auch an der Wand angeguckt? Denn euch erwarten jetzt die Strafen, die ihr dort abgebildet seht. Okay. Ist das nicht fantastisch? Was sind denn diese scheiß Bilder, ja? Die sind weder toll noch scheiße. Das ist Dreck alles. Oh, was sagst du nur? Ich habe mein Bestes gegeben, die zu malen. Ah, aber ist ja auch egal. Also dann... Ich gebe euch nun ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wovon redest du? Denn es gibt doch verschiedene Art und Weisen, wie man Leute bestrafen kann. Wie wäre es denn, wenn ich euch die ganze Zeit in ein Gefängnis einsperre? Ja, dann könntet ihr eure Zeit nützlich verwenden, indem ihr über eure Sünden nachdenkt. Ja, ihr könntet im Gefängnis sitzen und eure Sünden durch euren Kopf gehen lassen. Wie wäre das denn? Hm? Ah, nicht begeistert. Und wenn ihr weiter nach vorne schreitet, also nach oben geht, dann warten noch ganz, ganz viele schlimme Strafen auf euch. Aber jenseits vor der Gittertür, die vor euren Augen liegt, ist ein Gefängnis, in dem ein wundervolles Leben auf euch wartet. Ein Leben, in dem ihr gefressen werden könnt, vielleicht. Welcome, ja, ich glaube, da will ich nicht wirklich rein. Also, was macht ihr? Ja, was soll denn? Da würde noch niemand reinschreiten hier. So ein Schwachsinn. Ah, und dabei dachte ich, dass ich euch extra ein wunderschönes Leben bieten kann, in dem ihr fortan aufgefressen werden würdet. Also, wenn ihr irgendwann ins Gefängnis wollt, dann sagt einfach Bescheid. Okay. Was, das... So ein Schwachsinn, ja? Was labert die Tusse da, ne? Wenn ich das schon höre, der kommt mir das Kotzen gleich. Ein ganzes Leben im Gefängnis verbringen? Also nicht direkt sterben, würde das heißen, ne? Jetzt antworte doch nicht auf das, was sie sagt, ja? Du darfst gar nicht drauf eingehen. Ignoriere die ganze Scheiße, wir müssen nach oben gehen. Das sollten wir, liebe Leute, aber vorher, im Schatten des Gitters, wird hier ein kleiner Break eingeläutet. Wir sind also jetzt in Etage 3 und es wird hier heiß hergehen, wenn ich schon die Bilder hier in der Wand angucke. Ich denke, das wird uns erwarten. Wir können gespannt sein, was kommt. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.